Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ich möchte in diesem Video gern über Produktivität sprechen. Genauer genommen über meine sinkende Produktivität. Ich habe jetzt länger keine Videos gemacht, die so, ich sag mal, ein bisschen persönlicher sind. Und das hatte gute Gründe. Ich glaube, dass ich, für mich gab es in diesem Jahr bereits sehr, sehr viele größere Veränderungen. Und da muss ich erstmal selber mit den ganzen Dingen klarkommen und selber so ein bisschen rausfinden, wer ich sein will und wie sich das bei mir alles entwickeln soll, die ganzen Ziele und die ganzen Wege, die ich gerade beschritten habe, da muss ich selber erstmal so ein kleines bisschen klarkommen, ehe ich dann wirklich wieder über alles sprechen kann. Aber ich habe heute beschlossen, dass ich mal wieder über ein Thema sprechen möchte, was gerade für mich sehr akut ist. Und zwar mein Produktivitätslevel. Ich habe mir im Vorfeld eine Menge Gedanken dazu gemacht und habe unfassbar viel aufgeschrieben. Das heißt, es wäre möglich, dass es vielleicht ein kleines bisschen länger geht, das Video, aber ich versuche mich einigermaßen kurz zu halten. Und zwar anfangen möchte ich damit, dass, es wird grundsätzlich jetzt nicht so viel um Geld gehen oder sowas. Also das Aktienthema ist hier erstmal außen vor. Ich habe, vielleicht fange ich an mit dem Jahr, wie es bis jetzt aussieht. Ich habe mir ja viele Ziele gesetzt und das sieht wirklich sehr gut aus. Das heißt, wenn ich so die größeren Ziele mal grob anreiße, ich möchte mir neue Länder anschauen, um zu schauen, ob ich dort dann vielleicht leben könnte. Das läuft bis jetzt schon ganz gut. Ich habe bis jetzt 2 neue Länder mir angeguckt und bin da auch recht zufrieden mit dem, was ich da drüber rausbekommen habe und so über die Lebensmentalität dort sehr viel gelernt. Das läuft ganz gut. Ich habe businessmäßig läuft es sehr gut. Ich habe ein neues Unternehmen gegründet in Estland. Ich habe neue Geschäftsbereiche. Ich habe neue Mitarbeiter bereits. Also das heißt auch businessmäßig dafür, dass wir jetzt Ende Mai haben, läuft es wirklich sehr ordentlich. Ich habe angefangen, eine neue Sprache zu sprechen. Yo hablo español. Ich spreche noch nicht Spanisch, aber ich fange da gerade an und das entwickelt sich auch schon mal sehr, sehr schön. Ich habe, was den Sport angeht, vielleicht sieht man es ein kleines bisschen, ich habe abgenommen. Und zwar einer der wohl wichtigsten Punkte für dieses Jahr war, dass ich endlich wieder aktiver werden möchte, so ein bisschen fitter werden möchte und insbesondere da meine Ernährung umstellen möchte. Ich war jemand, der sehr ungesund gegessen hat und auch viel zu viel gegessen hat. Ich habe dadurch eine extrem schlechte Haltung gehabt, immer hier so Katzenbuckel und so. Das hat sich schon sehr, sehr ordentlich entwickelt. Das heißt, ich habe über 10 Kilo abgenommen. Geht es regelmäßig laufen. Ich schaue, was ich esse. Und ja, da hat sich wirklich sehr viel schon sehr positiv entwickelt in den letzten Monaten. Das heißt, bis jetzt sieht es in diesem Jahr sehr gut aus. Und selbst was die Investitionen an der Börse angeht, ist grundsätzlich sehr ordentlich. Da ist natürlich noch ordentlich Raum nach oben. Aber wenn ich so ein bisschen meine Rücklagen mit berücksichtige und so weiter, dann sieht es eigentlich da auch sehr, sehr gut aus, was das Erfüllen meiner Ziele angeht. Und auch wenn ich jetzt ans Lesen denke, ich habe mir vorgenommen, 24 Bücher in diesem Jahr zu lesen. Auch das sieht sehr gut aus. Es heißt, bis jetzt ist mein Produktivitätslevel eigentlich ganz gut innerhalb dieses Jahres gewesen. Aber jetzt hat sich das ein bisschen gedreht. Das heißt, ich merke gerade so eine gewisse, ich würde nicht mal sagen Stagnation, sondern wirklich einen Rückgang. Und ich merke das ganz stark daran, dass ich mache Folgendes, nachdem ich morgens aufgestanden bin, mache ich nach dem Kaffee und Frühstück, setze ich mich kurz hin und schreibe mir 3 Dinge auf, die am Tag zuvor gut waren. Beziehungsweise 3 Dinge, für die ich dankbar bin am Tag davor. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist, dass man sich quasi immer die positiven Dinge in Erinnerung ruft und die Dinge, für die man dankbar ist. Und dazu mache ich Folgendes, ich schreibe mir auf, was für Aktivitäten ich getätigt habe am Tag davor, die mein Einkommen beeinflussen. Das heißt, welche Aktivitäten ich gemacht habe, die dafür sorgen, dass ich mehr Geld verdiene und auch wie oft ich diese Aktivitäten gemacht habe. Und dadurch kann ich sehr, sehr schön nachvollziehen, wie produktiv ich war in einzelnen Wochen, in Monaten oder wie es halt aktuell aussieht. Und da merke ich gerade, dass es ein Problem gibt, dass ich nicht stagniere, sondern wirklich einen gewissen Rückgang habe, was meine Produktivität angeht. Und da Produktivität ist nicht gleich beschäftigt sein. Ich kann den ganzen Tag beschäftigt sein, ohne produktiv zu sein. Und das kann ich wirklich sehr, sehr gut. Ich kann den ganzen Tag irgendwelche Excel-Tabellen basteln, ohne irgendetwas wirklich Produktives gemacht haben, was mein Einkommen in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Das heißt, ich merke, dass ich gerade sehr stark beschäftigt bin, aber nicht produktiv. Und das ist, das merke ich anhand meiner Tabellen bzw. meinen Aufzeichnungen, merke ich, dass da gerade wirklich eine gewisse Stagnation
vorherrscht. Und das ist nicht gut, so wird es nichts mit den Zielen, deswegen muss ich daran arbeiten. Und ich glaube, dass es grundsätzlich immer um so vier Punkte geht. Halt Punkt 1, du brauchst das Ziel, das habe ich, dann musst du ins Handeln kommen, das mache ich an und für sich auch. Aber dann geht es natürlich darum, auch zu schauen, hat das Handeln, also führt dieses Handeln dazu, dass du dein Ziel erreichst? Also, dass du dich in die richtige Richtung bewegst. Das heißt, du musst so ein bisschen kontrollieren, was du tust, um dann im Fall der Fälle anzupassen, was du tust, damit du wirklich deine Ziele erreichst. Dass dein Handeln, ja, in den Zielen letztendlich resultiert. Und das ist genau das, was ich gerade merke. Dieser dritte Punkt, dieses Überprüfe, ob die Handlungen, die du durchführst, zu deinem Ziel führen, da merke ich, dass es nicht so gut läuft und auch, dass ich da quasi Dinge adaptieren muss. Und ich habe mir da schon, also es ist jetzt so seit zwei, drei Wochen der Fall und ich merke, dass ich da eigentlich so einen gewissen Trott habe und da gerade sehr große Probleme habe, wieder rauszukommen. Ich finde da 1000 Ausreden für, das kriege ich super hin, das kann man sich selber einreden, wie man will und wie man sich das, also ich bin gerade in Deutschland zu Besuch, natürlich zu Besuch, das heißt, ich treffe mich mit vielen Leuten, ich bin halt viel auf Besuch oder zu Besuch und das kann ich mir schönreden, wie ich will, aber letztendlich hilft mir das nicht, weil mein Produktivitätslevel, ich könnte viel produktiver sein, ich könnte viel besser sein und bin es nicht. Und das hilft nicht, wenn ich mir das schönrede, bringt halt nichts. Und ich habe jetzt wirklich lange überlegt, woran es liegt, aber so richtig weiß ich es nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und dann ist mir eine, eher zufällig ist mir was aufgefallen. Und zwar habe ich Fußball geguckt. Ja, ich gucke die so wichtige Spiele gucke ich gerne mal. Das heißt, DFB-Pokal, jetzt Champions League-Finale und sowas gucke ich mir natürlich gerne an. Und ansonsten gucke ich kein Fern. Es kam allerdings bei dem, wäre auch möglich, dass es das Finale der Bundesliga war oder sowas. Es kam eine Werbung und zwar von der Targo Bank. Irgendwie das Gefühl von Rückenwind war die Aussage dahinter. Das heißt, in der Werbung, die meisten kennen die Werbung sicherlich, ich kann sie auch gar nicht mehr so ganz genau zusammenfassen. Es ging irgendwie darum, dass jemand quasi einen Kredit bekommen hat und dann hat er wieder das Gefühl von Rückenwind und jetzt kann er alles schaffen. Und ich möchte, weiß Gott, keine Konsumkredite jetzt gut reden oder sowas oder gut heißen. Mir ging es um die Aussage, dieses Gefühl von Rückenwind. Und es hat ein bisschen gedauert, bis mir aufgefallen ist, scheiße, genau das ist das Problem, was ich gerade habe. Dieses Gefühl von Rückenwind habe ich gerade nicht. Ich hatte das Gefühl allerdings in den letzten Monaten, also eigentlich seit Anfang des Jahres, in den letzten Monaten hatte ich immer das Gefühl, egal was ich anfasse, es funktioniert. Ich meine, man kennt das Gefühl sicherlich, es gelingt dir gerade einfach alles. Ich meine, es war wirklich fast egal, was ich gemacht habe und selbst die Dinge, also fast alles, was ich angefasst habe, hat funktioniert. Ich habe bereits jetzt neue Geschäftsbereiche gefunden, die auch produktiv, die profitabel jetzt schon sind nach wenigen Wochen. Das ist wirklich, also es läuft eigentlich so super und jetzt gerade nicht mehr. Und ich merke, dass quasi auch was sich wirklich verändert hat, fällt mir jetzt so ein bisschen auf, ist meine Einstellung im Kopf oder dieser Zustand, dass ich gerade nicht an dem Punkt bin, dass ich, dieses Gefühl von Rückenwind habe ich gerade nicht. Und natürlich kann man sagen, dass, okay, scheiß drauf, was für ein Gefühl du hast, wer nicht kann, der muss, dann zieh die Sachen jetzt halt einfach so durch. Ich glaube, dass das per se erstmal nicht ganz verkehrt ist, aber dass dieser Zustand, in dem man sich befindet, und jetzt wird es ein kleines bisschen esoterisch, ist unendlich wichtig. Und zwar, es ist lange her, dass ich das Buch gelesen habe, ein Buch von Tony Robbins, ist nicht Power-Prinzip oder irgend sowas heißt, das ist so eins der ganz großen von ihm. Und meine Freundin hat das jetzt gerade gelesen und sie hat, als wir dann darüber gesprochen haben, hat sie mir gesagt, du liest dir das nochmal durch. Und ich habe mir jetzt das nochmal durchgelesen und verfluchte Axt, das ist genau mein Problem, was ich gerade habe. Dieser Zustand, ich bin nicht in diesem Zustand, den ich in den ersten viereinhalb Monaten in diesem Jahr war, wodurch ich glaube, unfassbar produktiv gewesen bin und auch sehr viel bereits erreicht habe. Meine Ziele sich wirklich, es entwickelt sich sehr gut und ich war in diesem Zustand und jetzt habe ich gerade das Problem, dass ich nicht in diesem Zustand bin. Ich möchte es mal versuchen, ein bisschen anders zu erklären, damit es nicht ganz so esoterisch klingt. Und zwar habe ich
das gestern Abend gelesen, was Tony Robbins oder wie Tony Robbins das erklärt. Du bist in einem Zustand, du bist ein Ehepaar und ein Partner ist zu Hause und der Partner sollte eigentlich um 20 Uhr nach Hause kommen und er kommt nicht nach Hause. Das heißt, es ist um 10, es ist um 11 und man macht sich ja Gedanken, wo ist der Partner, er hat sich nicht gemeldet, was ist los? Wenn du nun dir zum Beispiel sagst, okay, der betrügt mich gerade, dann wird deine Stimmung, wahrscheinlich dein Zustand eher vielleicht aggressiv sein, vielleicht auch eher depressiv, vielleicht bist du eher traurig. Und wie wirst du dann reagieren, wenn dein Partner nach Hause kommt? Wie wird deine Handlung sein aufgrund des Zustandes, in dem du dich befindest? Du wirst wahrscheinlich entweder unendlich traurig sein, wenn er nach Hause kommt, oder du wirst ihm einen Schuh an den Kopf werfen oder irgend sowas, wenn er nach Hause kommt, weil du halt aggressiv bist. Das heißt, aufgrund deines Zustands wirst du dann handeln. Wenn du dir aber sagst, dass der Partner vielleicht verunglückt ist oder sowas und solche Gedanken hast, dann wirst du unendlich glücklich sein und deinem Partner um den Hals springen, wenn er nach Hause kommt, weil du halt dir Gedanken gemacht hast, dass vielleicht irgendwas passiert ist. Oder du denkst dir, okay, er ist vielleicht im Stau und der Handy-Akku ist alle, er kann sich nicht melden. Und ja, wenn er nach Hause kommt, dann fragst du, ob nur alles in Ordnung ist und du bist glücklich, dass er nach Hause kommt und so weiter. Das heißt, der Zustand oder die Gedanken, die wir uns gemacht haben im Vorfeld, entscheiden dann ganz maßgeblich erstmal über unsere Gefühlswelt und insbesondere über unsere Handlungen. Und deswegen, das ist jetzt natürlich ein anderes Beispiel, aber ich glaube, dass der Zustand, in dem wir uns grundsätzlich befinden, entscheidend ist, wie produktiv wir handeln beziehungsweise wie gut wir die Sachen umsetzen, die wir uns vorgenommen haben. Und das heißt, ich glaube, und ich bin davon überzeugt, ich habe es die letzten Monate mitbekommen, wenn man das Gefühl hat, alles zu schaffen, dann schafft man auch alles. Das heißt dann, ja natürlich, es werden trotzdem Dinge schief gehen, aber dann wirst du trotzdem die Dinge irgendwie positiv sehen und das wird dich in deinem Zustand nicht verändern, das wird deine Produktivität nicht schmälern. Beispiel, ich habe ja in Indonesien versucht, Immobilien zu erwerben, es hat noch nicht funktioniert, aber sehe ich das jetzt negativ? Ganz und gar nicht. Ich habe da unfassbar viel gelernt und bin nach wie vor da sehr motiviert, in dieser Richtung weiterzumachen. Also das hat mich überhaupt nicht an dem Zustand, in dem ich mich befand, hat das überhaupt nichts geändert, auch wenn die Sache nicht funktioniert hat. Aber ich war halt in diesem Grundzustand, ich kann alles schaffen und dann schaffe ich auch alles. Und wenn ich jetzt wenn ich mir jetzt meinen Zustand angucke, meine Geisteshaltung, dann habe ich gerade nicht dieses Gefühl, ich kann alles schaffen, dieses Gefühl, Berge zu versetzen, das habe ich gerade nicht. Und natürlich, wem kann ich dafür die Schuld geben? Die Schuld kann ich nur mir selber geben. Also jetzt irgendwie zu sagen, das liegt da oder da dran, das bringt nichts, weil letztendlich nur wer die Verantwortung für sein Denken, Handeln und Fühlen übernimmt, der hat doch die Kontrolle darüber. Deswegen bin natürlich ausschließlich ich daran schuld und es liegt auch an mir, diese Sache wieder zu beheben und mich wieder in diesen Zustand zu versetzen, wo ich alles schaffen kann. Ich merke, dass ich an zwei Punkten habe ich gemerkt, dass sich was verändert hat, seitdem ich hier zu Besuch bin. Und zwar, Punkt Nummer eins, ich bin natürlich zu Besuch hier. Das heißt, ich habe viele Leute besucht, ich habe viele alte Freunde getroffen, ich habe Kommilitonen, Familie und so weiter, auch bei vielen Grüppchen war ich mit dabei und so weiter. Und da ist mir eine Sache ganz stark aufgefallen, dass wenn ich erzähle, was ich so mache, was ich die ganze Zeit, die letzten Monate gemacht habe, ehrlich, wenn ich das zusammenfassen müsste, was ich in den letzten 4 Monaten oder ja, jetzt die 4 Monate, die ich nicht in Deutschland war, was ich gemacht habe, ich habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet an verschiedenen Projekten und ja, ich bin jetzt nicht irgendwie groß rumgereist in irgendeiner Art und Weise. Natürlich habe ich so den Lebensstil und ich habe schon einige Dinge gesehen, aber gerade regionale Geschäftspartner und sowas. Ich habe schon regional viel mitbekommen, aber zusammenfassend kann man sagen, ich habe gearbeitet. Da werde ich richtig fast verächtlich angeguckt. Also als ob das was Schlechtes wäre, wenn man den ganzen Tag arbeitet, wenn man an seinen Zielen arbeitet, wenn man fokussiert arbeitet. Und je mehr ich dann, also es ist immer so lang okay, solange ich mit einer Person alleine war, aber sobald ich angefangen habe, mich mit mehreren Personen hinzusetzen, ging es relativ schnell dazu über, dass mir einfach aufgefallen ist, dass eigentlich so diese Fokus, ich weiß gar nicht, wie ich es sage, so dieses Gefühl, es ist doch alles gut, eigentlich haben wir alles, was wir brauchen und es ist eigentlich alles gut. Das ist für mich so 80% Leben. Das klingt jetzt böse.
soll jeder leben, wie er möchte, möchte ich überhaupt niemandem vorschreiben. Für mich persönlich ist das, wenn ich 80% gebe, 80% wäre in der Schule noch Note gut gewesen. Und das ist für mich unter den eigenen Möglichkeiten leben, unter den eigenen Zielen oder irgendwie halt nicht. Wenn ich an einem Tag weiß, wenn ich schreibe mir meine Ziele oder meine die Dinge auf, die ich am Tag zuvor gemacht habe und ich merke, scheiße, ach, und das ist ein Witz, du hättest viel mehr schaffen können, dann habe ich keinen Respekt vor mir selber, muss ich ehrlich sagen. Dann denke ich mir, scheiße, ach, und das hättest du besser machen können. Aber dieses, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, fast so wie gesättigt habe ich das Gefühl, sind Teile meines Umfelds, und ich habe das Gefühl, je mehr ich drüber nachdenke, desto größer ist der Anteil in der Bevölkerung, wo eigentlich so, es ist doch alles gut, man ist so gesättigt, 80% ist gut, irgendwie versucht man gar nicht mehr, irgendwie was Großartiges zu erreichen oder mehr daraus zu machen, dass man was Besonderes schafft, dass man wirklich, ich habe das Ziel und ich setze das konsequent um, ich arbeite daran. Das ist irgendwie so, ja, als ob es so wie so ein Völlegefühl gibt, so eine Sättigung, 80% ist doch eigentlich gut. Das ist das Erste, was mir auffällt, was meinen Zielen und meiner Lebenseinstellung extrem zuwidergeht. Ich möchte niemandem vorschreiben, wie er leben möchte. Soll jeder so leben, wie er möchte, und wenn er damit glücklich ist, von mir aus, ich muss nur für mich selber übernehmen, dass das für mich einen schlechten Einfluss hat. Dass das nicht so ist, wie ich leben möchte, und das quasi nicht meine Einstellung ist. Und wenn ich mich mit Menschen umgebe, die natürlich eine ganz andere Lebenseinstellung haben und die eigentlich, ja, ich denke, es wird klar, was ich sagen will. Das ist die erste Sache, die mir ganz massiv aufgefallen ist in Deutschland. Und die zweite Sache, und der Pendant dazu ist, ich war ja davor im Coworking Space in Bali, und ich habe mich überwiegend unterhalten mit Briten, mit Amerikanern, mit Australiern. Ich habe ein Video mit Matt gedreht. Das gibt's überhaupt nicht, so dieses, also da ist jeder fokussiert zu arbeiten, jeder hat Ziele, und wenn ich jemanden frage, okay, was willst du bis Ende des Monats erreichen, das wissen die, das kommt wie aus der Pistole geschossen. Da ist wirklich eine Fokussierung da, und da merke ich ganz stark, dass mir dieses Umfeld gerade ganz massiv fehlt und dass ich vielleicht selber noch nicht stark genug bin, um das von mir aus quasi zu schaffen, sondern dass ich quasi ein bisschen von meinem Umfeld abhängig bin. Ja, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen um dich herum, dass ich einfach so von meinem Umfeld abhängig bin, dass ich will nicht alle über einen Kamm scheren, die deutsche Mentalität mich gerade zurückwirft. Und das merke ich auch an einer anderen Sache ganz extrem, und jetzt mache ich mir keine Freunde, ich weiß. Ich verhalte es auch kurz. Ich bin hier gelandet und komme in Leipzig an, und es ist alles voll mit Wahlplakaten. Eigentlich redet auch jeder ständig über Politik. Ich habe mir selber gesagt, okay, Politik ist raus für mich, aber ich schaffe es nicht, das auszublenden. Und es geht hier quasi, Leipzig ist jetzt nicht die freiheitlichste Hochburg, sag ich mal, sondern es geht hier, das ist scheiße, wir brauchen da mehr Staat, das ist scheiße, wir brauchen hier mehr Staat, nichts mit Eigenverantwortung, sondern da mehr Staat, da mehr Staat, da mehr Staat, ich habe da ein Problem, Staat löst das Problem, und ganz viel diese, eine Einstellung, die mir wirklich, ja, ich versuche das zu ignorieren, aber dann gehst du einkaufen, dann bist du draußen und du läufst überall an diesen Wahlplakaten vorbei, und ich merke einfach, dass mich das massivst negativ beeinflusst und dass einfach mein Umfeld, meine Umgebung hier im Vergleich zu dem, was ich im Vorfeld erlebt habe, einfach negativ ist für mich. Wirklich, wirklich, wirklich schlecht ist für mich. Und dass ich deswegen selber für mich entschieden habe, ich meine, ich kann viel rumheulen jetzt. Ich muss eine Konsequenz daraus ziehen. Wenn ich an die 4 Punkte denke, Ziele, Handeln, schauen, was ist das Problem, und also überprüfen und adaptieren. Ich muss natürlich jetzt anpassen, mein Handeln, und ich merke einfach, ich muss dieses politische Denken und das ganze Zeugs wieder rausbekommen aus meinem Kopf. Das darf nicht existieren. Das bringt mir überhaupt nichts, wenn ich mich da aufrege, und ich werde da. Ich merke, dass mein Herz fängt an zu rasen, wenn ich das manchmal höre. Ich weiß, das tut mir nicht gut, das bringt mir absolut überhaupt nichts, wenn ich mich damit beschäftige. Ich sollte mich auf mich selber fokussieren und nicht mich mit irgend so einem politischen Scheiß auseinander, mit so einem politischen Zeug auseinandersetzen. Und die zweite Sache ist, dass ich ganz extrem aufpassen muss, wenn ich wieder nach Deutschland zurückkomme zu Besuch und so weiter, dass ich das wirklich sehr, sehr dosiert mache und ansonsten mein Umfeld bewusst aussuche und mich wirklich nur mit Menschen umgebe, auch wenn ich zu Besuch bin, nicht den Einfluss zu groß werden lasse, damit ich wieder in diesen Zustand von Rückenwind komme. So,
Alles in allem, was will ich sagen? Ich merke ganz stark, dass dieser Zustand, in dem ich mich befunden habe, dass ich dahin ganz schnell wieder zurück muss, dass ich diesen Zustand wieder herstellen muss. Und ich weiß, dass es sehr viel mit meiner Umgebung, mit meiner Zielfokussierung zu tun hat. Und deswegen ist es schön. Deutschland ist ein schönes Land, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Land jetzt wieder verlasse und dass ich mich jetzt wieder mehr auf mich selber fokussieren kann. Und ich merke einfach auch daran selber, dass ich bei weitem noch nicht so weit bin, wie ich es gern wäre, dass ich selber bei weitem mich noch nicht als Weltbürger bezeichnen würde, dass ich im Kopf einfach noch sehr deutsch bin und mich auch noch sehr deutsch fühle. Und da muss ich, da ist noch eine Menge Arbeit zu erledigen. Und ich glaube, wenn ich den, es ist alles gesagt, ich denke, das ist in Ordnung. Ich hoffe, es kommt rüber, was ich mit dem Video sagen möchte. Fokussierung auf sich selber, in diesen Zustand versetzen, Produktivität. Ich kann alles schaffen, ich kann die Welt verbessern, ich schaffe es, Berge zu versetzen. In diesen Zustand möchte ich zurück und das kann ich jedem nur empfehlen, mal zu schauen oder zu überlegen, was schafft es einen so zu motivieren, dass man wirklich einfach alles schaffen kann, dass man wirklich durchstartet, dass man einfach die Dinge tut, die man tun muss, um seine Ziele zu erreichen. Also was motiviert einen oder welche Gedanken bringen einen dazu? Das ist, wenn ich so drüber nachdenke, ist das, glaube ich, sehr, sehr entscheidend. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.